Guten Tag und willkommen zurück hier bei Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Wir haben heute einiges vor und zwar starten wir erstmal mit den ganzen Quests. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles abgedeckt habe, aber ich habe auf jeden Fall so viel geholt, dass alle Quests aktivierbar waren. Ich meine, das heißt ja nicht immer was. Deswegen meine Bedenken, dass das vielleicht nicht passen könnte. Weil, wenn es aktivierbar ist, heißt es ja nur, okay, du kannst es jetzt aktivieren. Aber es kann ja sein, dass wir zum Beispiel irgendwie, zum Beispiel, wir brauchen Urkunden. So, und ich habe jetzt 30 Urkunden, genau 30, und wir brauchen hier jetzt 30. Aber bei einer anderen Mission brauchen wir ebenfalls 30 Urkunden. Das heißt, ich müsste dann nochmal neu sammeln gehen. Was natürlich ein bisschen ärgerlich wäre, aber im Prinzip auch egal. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass wir jetzt direkt alles abschließen können. Und doch, es sieht sehr gut aus. Da oben ist alles. Ja, da oben ist alles abgeschlossen. Okay. Ich habe hier auch die Leunenurkunden gesammelt. Entfernung einzelner Siegel erlernt. Okay, das ist schon mal ganz geil. Aber wir werden jetzt in die Schmiede gehen und, wie gesagt, etwas an den Siegeln tun. Allerdings werden wir nicht einzelne Siegel entfernen, sondern wir werden alle entfernen, weil wir es können. Wir entfernen alle. Richtig. Wir brauchen dafür Essen. Okay. Na gut, dann alle. Bananen. Pilze. Das Wild hier. So. Wovon haben wir denn am meisten? Hier, das brauchen wir nicht. 60 Stück brauchen wir. Und dann brauchen wir noch 200 Urkunden. Und dann nehmen wir hier die Bockblin-Urkunden. So. Damit hauen wir das Ganze weg. Mehr ist gut. Und können jetzt neu kombinieren. So. Alles frei hier. Und zwar habe ich mir da überlegt. So, ich mache erstmal alle wieder auf. Achso, war nur eins, okay. Wir wollten, oder ich wollte, die normalen Angriffe boosten. Da schaue ich jetzt erstmal hier. Plus 6% ist ganz geil. 4%, okay. Alles klar, okay, das war's dann. Man muss, so wie ich das gesehen habe, kann natürlich auch falsch sein, wäre dann aber schlussendlich egal. Ich werde das dann einfach hinterher so lassen. Man muss das Stärkste nehmen und dann die Schwächeren. So. So reicht das anscheinend schon. Ja, so reicht das schon. Da kriegen wir dann einen Boost. Können das dann abschließen. Werde ich jetzt einfach mal so machen. Und dann werde ich nochmal ein Siegel entfernen. Und zwar ein Siegel entfernen, bitte. Dieses hier, das Schwächere. Dafür brauchen wir dann wieder was zu fressen. Gut, machen wir. Dann wieder hier Pilze. Ich habe das noch nicht gemacht mit dem Siegel entfernen. Hätte ich vielleicht erstmal generell probieren sollen oder mir anschauen sollen, wie das so ist. Aber na gut. Dann machen wir es halt hier alles live, alles original hier, meine Live-Reaktion dazu. So.
Und dann gehen wir nochmal ins Kombinieren und machen Folgendes. Wir... Das geht nicht? Ah doch, aber... Hä? Okay, hier. Ja, starke Angriffe boostet das anscheinend auch. Das ist sehr geil. Ich wusste jetzt gar nicht, dass dann der Bonus verschwindet, wenn man die Siegel entfernt. Ich dachte, er bleibt dann einfach, aber nö. Das ist schon sehr geil. Hier, dass wir nochmal den Bonus bekommen, weil ich möchte eben starke Angriffe boosten. Und dafür nehme ich natürlich das Stärkste. Ist das das? Plus 5%? Starke Angriffe. Hatten wir nur eins, oder was? Anscheinend. Gut, dann nehme ich das. Dann werde ich noch... Schaden durch Spezialangriff nehmen. Ja, richtig. Was ist das? 8%. Ich glaube, das war 9%. Was das Maximum war. Und dann nehmen wir noch... Oh, Schaden durch Spezialangriff wird dann übelst geboostet, wenn wir es machen würden. Aber ich hoffe, das geht auch mit der Spezialangriffsleisten-Regeneration. Ah, Moment. Eigentlich wollte ich ja noch den Schaden reduzieren, den wir nehmen. Aber ich denke, so sollte das dann auch in Ordnung sein. Spezialangriffsleistung, Regeneration. Gut, ich schaue jetzt nochmal. 6% haben wir hier. Wir haben 3%. Ich glaube, 6% war sogar das Maximum, was ich hatte. Also nehmen wir das. Sind damit dann hoffentlich glücklich. Wir können hier das nochmal drauf boosten. Können... Irgendwas nochmal nehmen. Am besten was Schwaches. Sorry, dass das jetzt etwas länger dauert. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht gemacht. Und ich denke, das sieht ganz geil aus. Könnten natürlich auch komplett normale Angriffe boosten. Aber ich glaube, so ein Mischdingen ist schon ganz geil. Vor allem habe ich ja jetzt eigentlich keine Wahl mehr, nachdem ich die Items für normale Angriffe, glaube ich, nicht mehr habe. Ist aber auch egal. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil, dieses Schwert. Echt mega nice. Ich würde mich noch freuen, wenn es einen fünften Bonus geben würde, weil ich hätte halt echt gerne noch Schaden durch Gegner reduziert gehabt. Aber na gut. Dann ist das halt so, wie wir es jetzt haben. Der Schaden wird drastisch erhöht. Und wir können jetzt endlich mal unser Inventar leer machen. Und zwar Schaden durch Spezialangriff, erhöhter Verkaufswert. Spezialangriff, das weg. Spezialangriff, normale Angriffe. Ich glaube, das war's dann auch erstmal. Wir können natürlich dann auch hier noch... Ja, das können wir wegmachen. Komm, machen wir die 3%-Dinger noch weg. So. Und dann haben wir nur noch 4 Plätze belegt. Wunderbar. So. Das war's dann auch erstmal. Mit den Waffen von Link... Das war anstrengend. Und ich denke, jetzt wird es noch anstrengender.
denn es geht los mit Eskorte für den Orni-Besucher mit Theba, der erst Level 41 ist, obwohl Level 43 vorgeschlagen wird. Oder empfohlen wird, besser gesagt. Na dann los. Und allein dafür haben wir jetzt 10 Minuten gebraucht für das ganze Zeug, um das ganze Zeug zu upgraden und den ganzen Kram mit den Quests fertigzustellen. Aber so viel Zeit muss sein. Dafür muss man sich auch mal die Zeit nehmen. Also ist das schon in Ordnung. Let's go. Es geht endlich los in den Kampf, wo ich direkt aufs Maul bekomme. Ach komm schon. Design. Wie gefällt euch das? Ach so. Ah, okay. Mit seinem Stasis-Dingen können wir tatsächlich vernünftig zielen und sein Stasis ist in Ordnung. Zwar nicht ultra geil, aber es ist, wie gesagt, in Ordnung. Da drüben? Nicht so schnell. So? Jawoll, schön. Ultra geil. Und wir können einen Schmetterangriff auslösen. Haben den anderen hoffentlich noch in dieser Balkenform. Nein, das wird automatisch abgebrochen. Alles klar. Das machen wir direkt so. Dann wird der Angriff abgebrochen von ihm. Und dann können wir ihm richtig eins mitgeben. Boah, was geht bei ihm? Stopp, 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 stopp. Wir machen jetzt mal eine Spezialattacke. Machen dann nochmal hier Stasis. Wir treffen ihn zwar eigentlich nicht, aber ist ja auch egal. Und dann ist der Junge auch down. Ja, gut. Oh nee. Ach du. Was zum Teufel? Ja gut, dafür brauchen wir aber jetzt wirklich. Den Feuerstab. Weil der Glatzirock ist eigentlich eine Nummer zu groß für Theba. Ich finde das auch krank, dass der hier... Oh nein, was? Dass der hier einen gegeben wird. Hätte ich X drücken müssen und nicht Y? Scheiße. Nein. Y ist schon richtig. Aber das ist schon krass, dass er hier einfach einen Glatzirock vorgesetzt bekommt. Aber ich glaube, ich krieg das hin. Vor allem mit seinem Bombenmodul, was echt mega geil ist. Kann man hier echt richtig gut abgehen. Komm, mach ihn jetzt. Zieh ihm doch das Dingen jetzt ab. Sehr gut. Schön, Theba. Wir kommen langsam, aber sicher mit ihm voran. Wir müssen immer zurückgehen.
Wir müssen echt stark aufpassen, dass Theba hier nicht richtig fett einen mitbekommt. Da er immer noch sehr schwach ist, was man eben auch hier an seinen Angriffen merkt. X aktivieren. Jawoll. Okay, nice. So wird das aber was. Komm, jetzt aber trotzdem von ihm weg. Schön, schön, schön. So. Schwerer Fehler. Da können wir nämlich jetzt seinen Stein extrem gut treffen. Sein Schwachpunkt. Allerdings juckt ihn das nicht großartig. Was sehr schade ist. Boah, ist das langatmig. Aber ich mach das, wie ich finde, sehr souverän. Sehr pussy-like, aber trotzdem sehr effektiv und souverän. So. Jetzt ist meine Frage, warum hat sich das hässliche Modul jetzt nicht aktiviert? Nein, von ihm weg, von ihm weg. Ja, wir haben ihn fast. Aber dafür braucht man jetzt auch kein Risiko eingehen. So. Wunderbar, wir haben die Stufe erhöht. Kriegen somit ein Level-Up, wollte ich fast schon sagen. Aber nee, kriegen somit wieder alle Herzen zurück. Und können wieder vernünftig abgehen. Nicht so schnell. Ja, so. Machen jetzt hier noch ein Feuerstab rein. Ein Feuerball, meine ich. Und haben ihn dann down. Das Modul war jetzt nicht wirklich nötig, aber es hat doch sehr gut geholfen. Ich meine, ist ja auch quasi egal, ob wir das Modul dann benutzen oder nicht. Besser ist es, das Ding zu benutzen, weil es verbraucht sich ja nicht. Es hat ja nur einen Cooldown. Shit. Okay, treffen wir beide? Ich glaube nicht. Doch, ganz knapp. Ganz knapp treffen wir beide. Holy shit, wie er abgeht. Wie er abgeht. Okay, ich glaube, wir müssen den Jungen einfach nur ein bisschen upgraden. Und dann kann er hier vernünftig abgehen. In den Fights. Komm, komm. Nein, nein, nein. Das war jetzt echt scheiße. Für ihn hätten wir jetzt tatsächlich Stasis gebraucht. Und ich weiß nicht. Oh, scheiße. Scheiße. So, aktivieren. Zack. Und wir machen wieder die mega krasse Attacke. Womit wir dann wieder beide treffen, was sehr geil ist. Aber er macht jetzt schon wieder dieses hässliche Stasis. Diesen hässlichen Stasis-Move. Hör doch mal auf, Mann. Ah, und das galt jetzt nicht, oder was? Okay. Oh, was? Ey, ey, ey.
Nee, komm. Ich mache jetzt noch eine Spezialattacke. Ich weiß nicht, ob das verschwendet ist. Aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Wir haben nur noch ein Viertelherz. Mich da gerade leider echt ownen lassen von dem. Und das war so klar. Das war so klar, einfach nur. Oh nee, und wir müssen jetzt auch wieder diesen scheiß Glazirock neu machen, ne? Gut, dann machen wir das zumindest dieses Mal vernünftig. Ey, komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Okay. Schön. Nice and steady. Komm. Mach ihn jetzt weg. Der ist echt scheiße. Theba ist echt mega schwach gegen solche Gegner. Ey. Holy shit. War das jetzt... Ja, gut. Es hat ihn zumindest getroffen. Komm, machen wir mal dahin. Das trifft den anderen nicht. Da müssen wir jetzt nochmal ausweichen. Gut, dass er diesen Move macht. Dann haben wir nämlich gut die Möglichkeit auszuweichen. Irgendwie wirkt es so, als ob... Irgendwie wirkt es so, als ob die Balken wieder regenerieren würden. Ich denke mal, nicht so sein wird. Aber es fühlt sich einfach so an. Ja, das war nicht schlecht bisher. So 3/3 Herzen verloren, wobei ich jetzt schon wieder Herzen verloren habe. Ich wollte eigentlich bei diesen 3/3 Herzen bleiben. Aber wir haben ihn ja jetzt zumindest auch down. Wohl 3/3? Ja, okay. Doch, da haben wir schon über ein Herz nochmal an dem anderen verloren. Aber was auch immer. Jetzt kommt der Glazirock dran. Den wir hier mit dem Feuerstab erstmal schwächen werden. Wo bin ich denn jetzt? Kann er mal damit aufhören? Das kotzt mich bei Link auch immer mega an, dass der andauernd da irgendwie rumhampeln muss. So. Komm. Erstes Dingen jetzt abziehen. Ja. Jawohl, schön. Jetzt Schmetterangriff. Okay, es wirkt so, als würde er dieses Mal nur 3 brauchen. Ich hoffe, das wird sich dann auch bewahrheiten hinterher. Oh. Und er hat seine Eisform wiedererlangt. Wodurch wir allerdings direkt einen Strich durchmachen werden. Das machen wir hier mit dem Stasis-Modul. Dann bleibt er am Boden. Wir können hier wunderbar das Ding treffen. Hauen gerne ein paar Mal öfter drauf und geben ihm dann nochmal einen Schmetterangriff. Ja, nee. Wird wahrscheinlich
wieder 4 Angriffe benötigen, so wie es ausschaut. Aber gut, ist jetzt auch kein Akt. Dauert zwar lange. Aber das war's dann auch. So. Wir können jetzt wieder drauf. Benutzen Stasis und kloppen da jetzt nochmal auf den Stein drauf. Ah, okay. Da sehe ich, dass das Modul aufgeladen wird. Irgendwie, hat er nämlich die ganze Zeit keinen Bock drauf gehabt, mir das anzuzeigen. Oder es war so dermaßen transparent, dass ich das einfach gerade nicht geblickt habe. Das kann auch sein. Nicht so schnell. Aber was? Ja, komm, ey. Gerade als ich Stasis benutzen wollte. Okay, 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 okay. Tatsächlich ist es besser, in die Mitte zu schießen, weil das dann beide Arme wegmacht und er dann erstmal gelähmt ist. Wunderbar. Okay, und wir haben sogar die Stufe schon wieder erhöht. Oder vielleicht wurde das gar nicht übernommen. Weil wir, weil ich gestorben bin. Kann auch sein. Komm. Machen wir es einfach so. Und es reicht nicht. Ja, okay. Stasis. Und dann ist er hoffentlich down? Ist er down? Kann ich ihn wegmachen? Ja. Sehr gut. Hätte mich aber auch stark gewundert, wenn nicht, weil ich konnte ihn ja beim ersten Mal ebenfalls wegmachen. In einem Zug. Also hätte es mich jetzt sehr stark gewundert, wenn ich das jetzt nicht gekonnt hätte. Und du lässt das bitte sein. Dankeschön. Ach, scheiße. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Das hat jetzt einfach gar nichts gebracht. Ich hätte natürlich auch gern gehabt, wenn die ganzen kleinen Viecher schon weg gewesen wären. Aber das ist gut. Und das ist noch viel geiler. Ach, das ist aber kacke, dass ich jetzt getroffen wurde. Hallo, nochmal schnell. Ja, wenigstens so. Und dann nochmal Spezialattacke. Wurde der andere, wurde einer schon besiegt oder was? Wie gefällt euch das? Das wäre natürlich mega geil. Und es scheint so, als wären die kleinen Viecher jetzt auch weg. Ja gut, da hinten ist noch einer. Und der wurde jetzt auch nicht durch die Pfeile gekillt. Drecksau, hau ab. Nicht so schnell. Wie gefällt euch das? Und schon wieder nicht gekillt. Was zum Teufel? Aber wir hauen ihm jetzt richtig was rein, ey. Holy shit. Er geht ja richtig ab damit. Ja, wir können es absolut schaffen. Jetzt mach ihn platt. Schönes Ding. Wunderschön. Ah. Ihr Drecksäue, ey. Haut ab.
Okay, wunderbar. Die sind down. Und mit ihm kann ich ebenfalls blocken. Au. So. Hab hier diese hässlichen Octoroks weggemacht. Jetzt komm mit. Reicht nämlich so langsam. Ist das hier... Ist hier schon vorbei? Nein, eine Leune kommt noch. Was zum Teufel? Ah! Nee, Schluss. Schluss jetzt. So. Dann müssen wir es halt so machen. Geben ihm den ersten Schmetterangriff. Echt unglaublich wenig abzieht. Holy shit. Okay. Was zum... Er packt die roten Panzer aus. Nein. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich das schaffen werde. Das kann es nicht sein. Aber gut, wir spielen aber auch mittlerweile auch schwer. Da müssen wir halt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederkommen. Was macht er? Was macht er? Oh! Wir haben einen Attackennagel bekommen. Sehr nice. Können ihm jetzt einen Schmetterangriff reindrücken. Und es ist unfassbar, wie wenig Schaden er bekommt. Und ich bin down. Na gut. Ein sehr nüchterner Abschluss. Da muss ich halt zum späteren Zeitpunkt wiederkommen. Das mit euch nochmal probieren, aber es geht jetzt einfach nicht. Er ist zu schwach oder ich bin halt zu scheiße dafür, wie man es auch sehen mag. Aber er braucht irgendwie sechs Schmetterangriffe für einen Leunen. Link braucht einfach die Hälfte. Das ist mal... Komplett andere Welt. Aber na gut. So ist das. Dann machen wir eine der anderen Missionen zuerst das nächste Mal. Und ich versuche ihn dann zu upgraden, dass wir hier die Mission dann hinbekommen. Wie dem auch sei, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, obwohl ich so hart gefailt habe jetzt zum Schluss. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.